Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon. Und wie ihr hier seht, bin ich immer noch auf dem Dach. Ich habe unser... oh mein Gott, ich kann nicht merken. Pamamo ein bisschen laufen lassen, damit es seine Schritte macht. Denn, obviously, entwickelt sich dieses Pokémon nur durch Cardio. Ich bin immer noch sehr irritiert, dass sowas überhaupt da ist. Aber was mich noch mehr irritiert an dem Ganzen, ist einfach der Fakt, dass du keine Möglichkeit hast, meines Wissens nach. Vielleicht gibt es irgendeinen Dude, den du ansprechen kannst, aber es gibt sonst keine Möglichkeit, ob du die 1000 Schritte schon erreicht hast oder nicht. Oh, und da, der Motor ist sehr aggressiv. Band ist aggressiv. Das sind Schlurmi, der Wurmi oder wie die heißt. Ach, ich, Namen muss ich mir echt noch merken, Leute. Wir müssen Kämpfe machen gegeneinander, damit ich mir die Namen merken kann. Einfach so random Pokémon verwenden. Und hier kommen wir in den Giftbereich. Ah, ein Zug. Oder? Ja, das sehen wir jetzt nicht wirklich. Warte doch, da kommt erstmal wieder so ein Blablabla. Ah, natürlich, der Direktor. Oh, die Bäume sehen nicht gesund aus. Laval. Genau. Ein mentales Anpassungs von mir. Lass uns die Gelegenheit nutzen, unsere Gespräche. Habe ich mich Operation Stardust angeschlossen, um der Sache mit dem Star und den Rätseln dieser nachzugehen. Vor allem sorgt es mich, dass die Mitglieder von Team Star nicht in die Akademie kommen. Also, sorry, aber da kommen in deine Akademie kommen Leute, die wahrscheinlich 80 sind, die eigentlich schon Rentner sein sollen. Da stellt sich mir die Frage, wieso können die keinen Abschluss machen? Oder werden von der Schule verwiesen, weil sie irgendwie, ja, die müssen über Jahrzehnte hinweg die Prüfung nicht bestanden haben. Also irgendwann muss doch klar sein, dass die dieses Schulsystem nicht überstehen. Ich verfolge dasselbe Ziel wie Cassiopeia. Die Auflösung des Teams. Seit ich Teil von Operation Stardust wurde, bin ich Team Star schon näher gekommen. Mir ist doch einiges klar geworden, nachdem ich mich mit einigen Mitgliedern unterhalten habe. Aber ich brauche noch mehr Informationen. Dafür möchte ich auch mit Mitgliedern der übrigen Banden. Wenn du dich ins nächste Versteck stürzt, kannst du also voll auf mich zählen. Bis dann. Yo, Prof. Wow, wow, das hat uns richtig weit reingeschoben. Weil, ich meine, wo ist der Ausgang? Da müsste doch da hinten irgendwo sein? Irgendwo da? Nebenweit drin, oder? Ja genau, wir sind hier reingelaufen und das schubst uns einfach mal hier rein. Pokémon. Alter, extrem. Hier sehen wir schon mal die Gift-Pokémon, ein Blutzug. Das ist kein Gift-Pokémon, das ist die Tarantel. Ein, noch mehr Blutzug, ein... Ach, das ist das Ding, was zu dem Affen... Und sorry, viele finden den Affen irgendwie so super toll. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht, aber ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Mir fehlt da irgendwie dann auch noch eine weitere... der Pokéball. Fehlt da eine weitere Entwicklung. So, das ist... Hier, da ist der Affen. Dass es nicht nur diesen Kunstaffen gibt, sondern dass der vielleicht irgendwie zu so einer Art Gorilla wird. Ah, das gibt's schon. Ah, das ist der Koala, der ist... Ich hab Angst vor dem Koala. Koala Lumpo. Vergiss es einfach, geh nach Hause. Nein, ich will Meister Schuh, den Boss der Giftmitglieder. Und genau der hat mir gesagt, dass ich nur Mitglieder von dem Star durchlassen soll. Und ich sage dir, dass ich zu ihm gehen werde. Unbedingt mit Meister Shugi sprechen. Oh, jetzt lass mich endlich in Ruhe, du nervst. Das sieht nach einer Auseinandersetzung. Nun,
so sagen. Jo, was geht? Oh nee, ich so ein Clown. Als Mitglied bei Team Star bekommt man echt nur Drecksarbeiter. Moment mal, das ist nicht dieser eine. Wie? Der Typ, der sich mit uns angelegt hat? Das ist ein Überfall! Ich wusste es. Ernsthaft jetzt, oh Backe, das ist gar nicht gut. Wir haben die ganze Nacht Videospiele gezockt, die anderen schlafen alle noch. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen auf dich. Aber willst du das tun? Wenn das Versteck ohne jegliche Verteidigung dasteht, liegt schließlich auch Meister Shugi in Schwierigkeiten. Ich schulde Meister Shugi mein Leben. Uns verbindet das Band der Kameradschaft. In diesen Zeiten müssen wir alle Widrigkeiten trotzdem miteinander unter die Arme greifen. Ich habe keinen Schimmer, wovon du da sprichst, aber okay, danke für deine Hilfe. Ist ein gemeiner Schurke, der auf meinen Kameraden nach, der es auf meine Kameraden angesehen hat. Ich werde mich hier mit all meiner Kraft in den Weg stellen. Ja! Macht er wenigstens auch die Star-Pose, das wäre cool. Pokémon-Trainer Laszlo fordert dich. Es wäre cool, wenn der die Star-Pose gemacht hat. Look hoch! Amamo! Oh! In den Boden! Schande über dich! Boah, das die fristen nur wieder. Was ist das? Ganz vergessen, dass wir ja mit Boden eine effektive Attacke gegen Gift haben. Sag mir bitte nicht, dass du Haustus bist und geht nicht mehr. Ich hoffe, er setzt als nächstes eine Attacke ein, eine Offensivattacke, irgendwas mit Entleer. Ich habe ja wieder irgendwie zwei oder drei Attacken, die ich ja hier verzehre, das würde ich teilen. Dann gibt es ja auch dieses Ding-Stück, das der Treffer wird jetzt heftig. Weil letztes Mal hatte er. Ja, genau, das meinte ich. Letztes Mal hatte er nämlich einen Hoffer drin, als wir Schaufler gemacht haben. Und jetzt. Na dann, beenden wir es mit einem Funkensprung. Ihr seht es nicht, aber ich bewege immer so die Hand extra nach vorne, so wie die es in der Pokémon-Serie macht. Das ist halt. Boxy. Klingt irgendwie pflanzlich, oder ist es der Affe? Könnte der Affe sein. Das ist auf jeden Fall irgendein Gift-Pokémon. Weil... Gift? Und die Entwicklung von dem möchte ich endlich auch mal haben. Ah, das ist die Vorstufe von dem Affen. Wusste ich nicht. Hier erstmal Wirbel. Oh je, nicht gut. Echt nicht gut. Echt wenig, was wir geheilt haben. Wir verlieren 8 und kriegen 2. Der Schaden, den wir gemacht haben, ist auch lächerlich. Ah ne, wir sind levelmäßig in der Karriere. Das ist erst Level 30. Oh, wir können jetzt wirklich viele Pokémon hier verlieren. Nicht sehr gut. Komm, wir versuchen Lebensschuss. Du hast aber Ecke gekannt. Eichler. Wie die war? Ernstes Wort hier? Dann funktioniert die Sache auch. So.
Als Verlierer werde ich mich nur in Stillschweigen hin. 1600. Ordentlich. Meister Shugi, verzeih mir. Anyway, ist alles. Ich habe Schmiere gestanden, als plötzlich diese Lärm hier los. Bitte schauen, was vor sich geht. Also bin ich direkt hergekommen. Oh je, da kommt auch noch Verstärkung. Das ist ein Schüler der Akademie. Er sieht mir nicht wie ein Mitglied von Team Star aus. Wohl wahr, Team Star gehöre ich nicht an. Aber Meister Shugi bin ich zutiefst tot. Ich muss ihn treffen, koste es, was es wolle. Wenn seine Gründe sind. Ich werde mich kurz mit ihm unterhalten. Kümmere du dich bitte in der Zwischenzeit um das Versteck. Hey Brudi, lass uns doch woanders hin, oder? Hm? Keine Sorge, geht um nichts. Du wirst zur Schule verwiesen. Wir bringen. Du hast die Wache also besiegt. Kompliment. Hier lauert die Cheat-Bande. Dabei handelt es sich um die Giftmittel von Tier. Boss Shugi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und verirrte Outfit. So ein bisschen exzentrisch. Sein unbeherrschbares Verhalten macht also unmöglich seine Handlung vorherzusagen. Ja, kann ich leider nicht abschätzen. Ja, auf unsere Kampfansage. Besiege einfach so viele Pokémon des Teams kannst, bis Shugi selbst auf. Zeit der Chibi-Bande ein. Leute, die Klingel, sobald du bereit bist. Mit ihren Mitglied. So, da machen wir aber hier jetzt in. Eber, das ist schon. Dann können wir noch einen Supertrank einsetzen. Wahrscheinlich Overkill. Na gut. So. Ja, ich denke, das wird unsere Truppe sein. Gehen wir auch gleich rein. Ja. Und ich höre schon das Klimbim, das habe ich die ganze Zeit schon gehört. Das ist so nervig. Besonders, dass die auch in den Szenen auftauchen. Diese komischen Pfeifen von Operation Star, das sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir hell erstrahlen. Höre, hört, Eindringling. Solltest dir gelingen, innerhalb von 10 Minuten 30 unsere Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss vielleicht höchstpersönlich um dich. Ich hab das mal in Rekordzeit geschafft. Also, ich hab keine 10 Minuten gebraucht. Hey, hallo. Oh, Glückwunsch. Was? Oh, Schlupfung und die Entwicklung davon. Oh. Okay, mal kurz eine Heilaktion ausführen. Weil, irgendwas. Das mit diesem Rausrufen, das ist nicht so. Oh, die Design hat das aber wirklich, bisschen zu viel Schaden genommen, meiner Meinung nach. Amor ist noch der Einzige, der hier so richtig reinhaut. Automaten. Ja. Ich
Jetzt ruhen wir uns auf jeden Fall sicher aus. Achso, perfekt getimed. Unglaublich. Wir sind ihm einfach nicht gewachsen. Schnell ruf den Boss! Ich müsste euch so vorstellen, wie ich so ein Headbang, während ich das da hält. Was für ein Team Star? Black Street! Black Street? Hallo? Ah. Seit mein unangekündigtes Design zu öffnen, doch nun ist es Zeit für mich, Yugi. Ihr müsst der berüchtigte Analyse. Ihr habt leider getan, und verschämter Schurke. Mein Gift soll eure Niedergang sein. Ich, Yugi, schreite zur Tat. Ich weiß nicht, warum er so einen komischen Akzent hat. Voll komisch. Nur ein Auge. Fingerspitzen. Wie? Yugi von dem Star fordert dich heraus. Oh, doch, ein zweites Auge. Woher nun? Da werde ich dich angemessen bestrafen. In den Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Doch. Hä? Was? Toxin wirkt auch, wenn man im Kauf läuft? Boah. Die Attacken vergiften schon bei der kleinsten Berührung. Hütet euch vor ihnen. Ja, da haben wir euch. Gott. Unfall normal oder nur Gift? Ah, das, ich glaube, das ist ein Problem. Das ist krass. Ich hab gedacht, das ist bei Schaufloh verwundbar, aber das gibt's gar nicht. Okay, das ist. Dann machen wir mal Katapult. Ja, und wir sind schwer vergiftet, und wenn wir das Pokémon wechseln, dann kann man die schwer vergiftet wegmachen. Was war denn das für eine Animation? Habt ihr die Pfeile gesehen? Das sah aus wie so ein Ausweg. Ja, knapper Fox. Halt. Ich glaube, vom Level her sind die, also der war jetzt glaube ich 35, war der auch 33? Oh mein, der hat zwei davon dann? Okay, ja, das ist dann das. Ich irgendwie ein bisschen Bedrängnis, weil ich dachte, mit unseren drei Pokémon kommen wir damit gut klar, aber dass der vier hat, macht mich schon. Langsam wird's kritisch. Ich sehe nämlich die effektiven Pokémon aus und ich möchte sie eigentlich nicht einsetzen. Dann werden wir wohl hiermit ankommen. Ah, scheiße, ich wüsste, was wir auch nicht. Boah, das haut aber ordentlich rein. Nein.
nächste Meisterattacke wird euch langsam aber sicher zu Fall bringen. Wahrscheinlich ist es der Sieg, oder? Boah, mein Team ist echt nicht ausgelegt für diesen Kampf. Das ist keine gute Sache. Und Tamamo ist zum Glück unser bestes Pokémon in diesem Fall. Das Ding zerlegt halt mein ganzes Team. Was ist denn das? Ich kann jetzt nur hoffen, dass Tamamo schneller ist und Schaufel ist unsere beste Wahl. Weil das ist vierfach, wenn das jetzt hier wirklich Giftstahl ist, dann sollte das ziemlich reindrücken. Boah, heftig. Limewalk. Ja, ich glaube, da ist dann. Also so viele Pokémon hier sind noch das Beste. Ich weiß nicht, wie viele Attacken Slimer hat, die nicht Gift sind. Oder auch ein Slimer oder sowas. Aber dann setze ich erstmal trotzdem darauf, dass ich hier Pokémon wiederbelebe. Oder zumindest, ja. An. Oh, ja gut, die Lebensstelle ist jetzt zum Glück nicht so schlimm. Ja, eigentlich schon. Ja, da wird nur eine Lebensstelle einsetzen, weil das die einzige Attacke ist, die wir bringen. Also Genauigkeit ist einfach schon. Oh, der Kampf ist heftig. Ich bin echt unterlevelt, also ich muss echt gucken, dass ich langsam für die nächsten. Wollte ich auch noch. Dass ich für die nächsten Gegner ein bisschen Level-Vorteil, ein bisschen Hochlevel, weil ich komme so nicht richtig hinterher. Ja, wenigstens. Das tötet jetzt wieder. Aber dadurch, dass wir Pötus als Dorf haben, es geschwächt haben, sind wir mit Tamamo, denke ich mal, gut bedient. Gehen mal nämlich davon aus, dass Schaufler jetzt ein Killer-Move ist. War auch nur, wie gesagt, doppelt effektiv. Aber ein Glück habe ich ihn Schaufler gelassen. Ey, ohne Schaufler wären wir hier überhaupt nicht durchgekommen. Und ich meine, das ist halt der Punkt. Ich spiele halt immer Slime. Wenn du dich vorhin verlieren würdest, hätte ich wahrscheinlich Team ausgewechselt, irgendwelche, keine Ahnung, Stahlflug-Pokémon reingehauen. Ich glaube, da ist diese Krähe, die hätte hier wahrscheinlich total gut abgeräumt. Und bisher haben sie keine Attacke gezeigt, die gegen so eine Stahlflug-Kombination gut wäre. Jetzt kommt deine Karre. Das ist das Schlimmste. Aber da ist Schaufler. Oder du One, das ist halt mein Pokémon. Was soll ich dagegen denn machen? Nein, du bist ja eindeutig schneller. Das hab ich ja schon festgestellt. Leider ist Tamamo jetzt ja auch mein. Ladung. Hallo? Ach, und jetzt steigt die Initiative auch noch. Oh, hier.
Oh. Jetzt mal gucken, haben wir irgendwie eine... Nein. Richtendrehung. Okay, das ist wahrscheinlich so eine Starmobil-Attacke. Oh! Giftbelag von Knappfurtsflug. Ja. Bin nicht viel, mein Freund. Oh, das ist gut! Das ist sehr gut! Weil das bedeutet nämlich, dass unser unser Elektrohamster vielleicht jetzt zu schnell genug ist. Boah, ich ball hier mit Belebern, das ist nicht mehr feierlich. Ach, das ist dieser Belag, wenn er einmal getroffen wird, dass er dann... Boah, aber ja, wir sind schneller. Das ist gut. Okay, ich hoffe, das zieht halt einen ordentlichen Batzen ab. Ach du Schande, wie wenig! Boah, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Also, ohne Scheiß. Warte, ist das wirklich dann noch Stahl? Weil wir hatten... Ich komm mal hier einen Hypertank ein. Gefährlich. Wow, ich sehe uns schon hier. Ich sehe mich schon, wie ich da jetzt die ganze Zeit rumstalle, weil... Oh. Der Beulenheim-Schaden war ja riesig. Der war ja fast genauso groß wie der Schaden. Ja, der war schon ordentlich. Das Problem ist, ich kann gerade nur mit Beleber die ganze Zeit irgendwie wieder Pokémon beleben, aber ich krieg ja nichts Stahls hin. Weil nur wenn ich hier jemanden wiederbelebe. Wird dann die ganze Zeit hochheilen. Also ich werde jetzt wird's ein Stall gehen, weil ich werde Regisal einfach immer nur hochheilen, damit es überlebt. Und das wird ein Beulenhelm-Kampf. Da bin ich ein bisschen... aber zum ersten Mal setze ich Items an. Ist irgendwas, was auch gleichzeitig Gift heilt? Haupttank ist voll. Supertrank muss ein bisschen reichen. Also, wird ein Supertrank-Kampf. Okay, wenn wir Glück haben, dann kann ich ja jetzt für eine Runde mal was anderes einsetzen. Ich meine, wenn er einen Crit macht, dann... Oh, Beulenhelm macht ihn... Oh, er hat vielleicht gar keine Reifendrehung mehr als Boost. Deswegen macht er das. Entweder ist seine Initiative schon so low, dass er das irgendwie nicht mehr einsetzen kann oder will, aber
Oh, ich Idiot! Wieso mache ich einen Supertrank-Move, wenn ich doch Genesung habe? Okay, jetzt haben wir eindeutig gewonnen, weil dein Super-Move ist weg. Und das gibt uns die Gelegenheit. Nein! Oh Gott! Naja, dann... Okay. Ja, zum Pokémon Center. Dann haben wir das auch, okay, erster Loss. Ne? Unerwartet. Aber dann werde ich beim nächsten Mal nochmal hier reinstürmen müssen. Und dann werde ich aber gucken, dass meine Pokémon hochgelevelt sind. Mindestens 2 Level über den Heiliger. Vielleicht wird sich Pamama auch in der Zeit entwickelt haben, aber was. Naja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.